Es ist soweit, die teilweise mittlerweile auch leider umstrittenen E-Scooter stehen an. Ich persönlich bin ein Freund von diesen und freue mich, dass es jetzt in Deutschland endlich eine Regelung gibt, dass diese legal auf den deutschen Straßen fahren können. Allerdings, so wie man Deutschland kennt, musste man das Ganze ein bisschen überregulieren und statt sie einfach erstmal zu erlauben und dann zu schauen, wo man vielleicht nachbessern kann, hat man sich überlegt, wie man das so gerne in der Politik und Bürokratie macht. Wir regeln vorher alles ganz genau und schauen, dass wir wirklich jede Eventualität ausschließen können. Das hat dafür gesorgt, dass wir jetzt eine Verordnung für Elektro-Kleinstfahrzeuge bekommen und die hat natürlich auch ein paar Regeln, die wiederum auch das einschränken, mit dem ihr auf der Straße fahren dürft. Und ich möchte euch in diesem Video einfach mal ganz kurz erklären, wie denn so der aktuelle Stand ist und mit welchen Geräten ihr höchstwahrscheinlich dann auf der Straße fahren dürft. Ich werde euch jetzt einfach mal die Regelung für den aktuellen Entwurf vorlesen und sobald der Bundesrat zustimmt, aber danach sieht es aktuell aus, dürften das dann die finalen Regelungen für die Elektro-Kleinstfahrzeuge in Deutschland sein. Und dazu gehört, dass man maximal 20 km/h fahren darf, dass man ab 12 Jahren auch ein Gerät fahren darf, was bis zu 12 km/h fahren darf, dass man ansonsten alle Geräte erst ab 14 Jahren fahren darf. Man benötigt eine Lenk- und Haltestange, mit der man sich festhalten kann. Ich gehe gleich später nochmal auf eine Ausnahme ein. Man benötigt keinen Helm und keinen Führerschein in Deutschland. Es benötigt ein Licht vorne und hinten, welches immer leuchtet. Man benötigt zwei unabhängige Bremsen bei den E-Scootern, eine Klingel oder etwas, mit dem man auf sich aufmerksam machen kann. Und man darf nur auf Fahrradwegen oder der Straße fahren, nicht auf den Gehwegen. Außerdem benötigt es eine Versicherungsplakette, also gibt es kein vollwertiges Nummernschild, aber eben natürlich so eine kleine Versicherungsplakette. Das heißt, es kostet im Jahr schätzungsweise auch um die 60 bis 70 Euro. Das wird sich dann noch zeigen, aber es sind keine Blinker benötigt. Das war mal in einem ersten Entwurf vorgesehen. Und um nochmal jetzt auf den Punkt von eben einzugehen, Halt- und Lenkstange, so heißt das in der Verordnung, sind grundsätzlich vorgeschrieben. Allerdings ist geplant, auch eine Sondergenehmigung jetzt schon im Sommer zu starten, damit zum Beispiel Modelle wie das Boosted Board und Co. in Deutschland fahren dürfen. Für so eine Sondergenehmigung benötigt es keine großen Zustimmungen. Die kann man einfach mit einer Ausnahme durchbringen. Und es wurde bereits angekündigt, dass es jetzt im Sommer parallel dazu auch eine Sondergenehmigung geben soll. Sprich, ihr werdet höchstwahrscheinlich auch mit eurem Boosted Board, falls ihr ein solches besitzt, fahren dürfen. Aber das könnte dann jetzt erst in den kommenden Wochen oder ein bisschen später kommen. Und es wird dann vermutlich auch noch ein bisschen dauern, bis diese Geräte dann auch final im Entwurf für die Elektro-Kleinstfahrzeugregelung enthalten sind. Ich hatte in den letzten Wochen schon ein Modell, einen der ersten E-Scooter, den man tatsächlich schon dank einer Sondergenehmigung von Metz auf den Straßen fahren durfte. Ihr seht dieses Modell und habt es vielleicht in den letzten Wochen auch bei den Videos im Hintergrund gesehen. Das ist der Metz Mover. Man hat eine Sondergenehmigung erhalten und damit darf man dann auch oder durfte man bisher auch schon ganz legal in Deutschland fahren. Jetzt im Zusammenhang mit der Elektro-Kleinstfahrzeugordnung wird er sich dann natürlich dort ganz normal einordnen, da er alle Regeln erfüllt, die es dafür geben wird. Und ich habe ein paar Erfahrungsberichte gesammelt und habe jetzt dieses Gerät. Ich hatte ja schon ein Video auf diesem Kanal, wo ich ein Prototyp gefahren bin, wo ich gesagt habe, ich kann mir das im Alltag vorstellen. Es wird auch weitere Videos geben, denn ich möchte mir definitiv ein paar Modelle der E-Scooter anschauen, aber mit diesem Erstmodell konnte ich jetzt schon so ein paar Erfahrungen sammeln und so ein bisschen im Alltag damit herumfahren. Und ich fand es daher auch ganz interessant, dass die Diskussion in den letzten Wochen so ein bisschen um das Fahren auf Gehwegen ging. Denn ja, das ist einer der kritischsten Punkte, wenn man tatsächlich mit 20 km/h über den Gehweg fährt, ist das nicht ungefährlich. Das kann ich verstehen. Und die Regelung, dass man das, sage ich mal, bis 12 km/h erlauben wollte, fand ich aber auf der anderen Seite eigentlich ganz okay. Denn damit können die Kinder, die dann, sage ich mal, ab 12 Jahren auch so ein Gerät fahren dürfen, bis maximal 12 km/h, müssen nicht auf die Straße. Was ich ehrlich gesagt, und das habe ich jetzt im Test festgestellt, relativ gefährlich finde, wenn man auf deutschen Straßen mit dem ein oder anderen Idioten unterwegs ist. Es ist nicht ungefährlich, vor allem da keine Helme Pflicht sein werden, was ich persönlich schön finde, da man nicht immer einen Helm natürlich mit sich herumschleppen muss, aber auf der anderen Seite ist das eigentlich tatsächlich so im Nachhinein einer meiner größten Kritikpunkte geworden und ich habe für mich selbst beschlossen, dass ich einen Helm tragen werde, denn vielleicht in der 30er-Zone oder in einer ruhigen Straße auf dem Dorf ist so ein E-Scooter mit 20 km/h natürlich kein Problem, es sei denn, man legt sich hin, aber auch das ist, sage ich mal, hält sich in Grenzen, allerdings ist im Stadtverkehr und wenn man mit dem E-Scooter auf die Straße muss und kein Fahrradweg vorhanden ist, sind
die Autos mit 50 bis 60 km/h, die einen nicht unbedingt immer mit Rücksicht überholen, doch ein Problem. Und ich hatte schon die ein oder andere Situation, wo ich gedacht habe, okay, hier wäre jetzt ein Helm vielleicht nicht schlecht gewesen. Und aus diesem Grund wäre es etwas, was ich mir persönlich, wenn man schon über das Thema Sicherheit diskutiert, vielleicht noch den Helm mit reingenommen hätte. Was ich schade finde, ist, dass man das Ganze so ein bisschen in eine eigene Versicherung jetzt verwurschtelt hat. Ich hätte das persönlich einfach mit in die Haftpflicht reingepackt und hätte gesagt, kauft euch ein Ding, fahrt damit los. Wenn ihr eine Haftpflicht habt, dann wird die das mit abdecken. Aber natürlich ist das auch nicht ganz im Interesse von den Haftpflichtversicherungen, dass ich sage, das übernehmen wir jetzt auch. Aus diesem Grund wird es eine Versicherungsplakette benötigen. Das bedeutet auch nochmal zusätzliche Kosten im Jahr. Und wenn wir schon bei den Kostenpunkt sind, dieses Modell, was hier liegt, kostet, glaube ich, um die 2000 Euro. Den Prototyp, den ich gefahren bin vor ein paar Monaten, der lag bei, glaube ich, 2500 Euro so im Endeffekt. Und das ist für mich so ein bisschen schade. Ich habe mich auch mal umgeschaut auf dem Markt. Es werden ja schon E-Scooter in Deutschland offiziell verkauft. Allerdings gehen wir hier immer tatsächlich auf jeden Fall bei über 1000 Euro los. Es geht sogar eher in Richtung 1500 bis 1200 Euro. Und dafür bekommt man schon ein recht solides Pedelec. Ich finde, die Modelle sind ein bisschen zu teuer und die Regelungen, wenn ich mir auf den Markt anschaue, was für Angebote vor allem auch schon vorhanden sind, und ich denke jetzt zum Beispiel an das Modell von Xiaomi, die haben einen E-Scooter, der teilweise für, ich glaube, der kostet standardmäßig nur 350 Euro und den bekommt man auch mal für unter 300 Euro im Angebot. Diese Modelle sind damit leider ausgeschlossen und das liegt überwiegend daran, dass die Geschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt wurde. Ich finde das persönlich nicht unbedingt optimal, denn ob ich jetzt 20 oder 25 km/h fahre, und das konnte ich auch bei dem Prototyp zum Beispiel ja auch mit einem anderen E-Scooter schon testen, das macht jetzt keinen enormen Unterschied. Es macht allerdings einen Unterschied, was das Angebot angehen wird, also falls tatsächlich im Endeffekt nur die Scooter erlaubt sein werden, die 20 km/h fahren dürfen, dann fallen viele, viele Modelle, die sehr günstig mittlerweile sind, weg. Das heißt, wir bekommen jetzt im Frühjahr ein Angebot, was recht teuer sein wird. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, denn mit einer simplen Regelung könnte man, wie in anderen Ländern auch, Frankreich, Österreich und Co., einfach mit 25 km/h fahren, was auch in einer 30er-Zone dann natürlich mit einem Helm optimaler wäre. Sprich, man könnte einfach auch ein bisschen besser sich an den Straßenverkehr anpassen, denn was ich auch festgestellt habe, das ist natürlich immer eine regionale Frage, aber Fahrradwege sind nicht immer überall optimal ausgebaut. Und aus diesem Grund muss man sehr, sehr oft auf die Straße ausweichen. Und das kann schon mit 20 km/h in einer 30er-Zone kritisch werden, denn die Autofahrer halten sich nicht immer exakt an 30 km/h und fahren auch natürlich gerne mal so in Richtung 40 km/h, müssen einen dann vielleicht mit 40, 50 km/h überholen. Und mit 25 km/h könnte man auch einfach noch mal ein kleines bisschen besser im Stadtverkehr mit Rollern. Grundsätzlich bin ich allerdings froh, dass wir endlich mal eine Regelung bekommen und dass dann endlich zumindest die ersten Roller legal auf der Straße fahren dürfen. Man kann im Nachhinein ja immer noch Dinge verbessern und optimieren. Man könnte zum Beispiel sagen, Roller bis 25 oder gar 30 km/h werden erlaubt sein, allerdings dann nur zum Beispiel mit einem Mofa-Führerschein. Das wäre ja auch eine Idee, um zu sagen, okay, in die normale Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung kommt das Ganze nicht rein, aber wir wollen solche Roller nicht ausschließen. Aus diesem Grund geben wir ihnen eine eigene Kategorie und ihr dürft sie trotzdem fahren, wenn ihr einen Mofa-Führerschein habt. Das wäre für mich persönlich auch kein Problem und eigentlich auch eine recht optimale Lösung. Finde es ein bisschen schade, dass man diese Modelle, wie gesagt, ausschließt. So im Großen und Ganzen finde ich so einen E-Scooter im Alltag aber ehrlich gesagt sehr, sehr praktisch. Er macht Spaß. Ja, man kann auch das Fahrrad nehmen, aber vielleicht zum Beispiel, wenn ihr Pendler seid und 2-3 Kilometer zur Arbeit fahren müsst in der Stadt, dann wollt ihr vielleicht mit eurem Anzug auch nicht verschwitzt im Sommer dann bei der Arbeit ankommen. Dann kann so ein E-Scooter durchaus eine angenehme Alternative sein, denn man stellt sich nur drauf und gibt Gas. Ich persönlich habe das jetzt so in den letzten Wochen genutzt, wenn ich ins Fitnessstudio gefahren bin, wenn ich einkaufen gefahren bin und so weiter und so fort. Ich habe den E-Scooter jetzt aber tatsächlich schon ein paar Wochen da und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das Wetter natürlich auch immer eine Rolle spielt. Man kann theoretisch gesehen auch im Winter raus. Den Prototyp habe ich ja tatsächlich bei, glaube ich, 0 oder 2, 3 Grad, was das maximal waren, getestet. Mit Handschuhen, Winterjacke, Mütze und allem drum und dran. Und selbst da war es sehr, sehr kalt. Aber jetzt so bei angenehmen 20 Grad, 15 bis 20 Grad geht das auch. Aber ich habe festgestellt, dass es wirklich erst richtig angenehm wird, mit so einem Scooter jetzt im Pulli oder T-Shirt rumzufahren, wenn wir uns bei Richtung 20 Grad bewegen. Also natürlich ist so ein Scooter auch eher ein Gadget für den Sommer oder für den frühen Herbst. Das ist jetzt nicht unbedingt für das ganze Jahr geeignet.
Ich persönlich habe im Umfeld so ziemlich alle Supermärkte, mein Fitnessstudio und auch andere Kleinigkeiten kann ich hier immer wieder erledigen. Und manchmal möchte man diese Strecke vielleicht nicht unbedingt laufen oder ich persönlich fahre auch nicht ganz so gerne Fahrrad. Und da ist so ein E-Scooter vielleicht die ein oder andere Alternative. Es wird immer das Argument geben und sagen, okay, fahr doch einfach mit dem Fahrrad. Da kannst du auch kurz zum Aldi gehen und deinen Einkauf erledigen. Das ist jetzt nicht großartig anders. Stimmt. Aber ich persönlich finde es auch nicht schlimm, wenn wir einfach eine weitere Alternative bekommen. Und dann hat man einfach als Nutzer die Wahl zu sagen, möchte ich jetzt mit meinem Fahrrad am Abend nochmal kurz zum Aldi fahren oder vielleicht auch den E-Scooter nehmen. Oder möchte ich auf die Arbeit verschwitzt im Fahrrad ankommen oder möchte ich dort den E-Scooter nehmen? Aus diesem Grund finde ich diese Gadgets als ein bisschen eine Alternative zum Auto durchaus gelungen. Ich finde, sie sind in vielen Bereichen ein Fortbewegungsmittel, welches Fahrrad und Auto so ein bisschen so eine sie könnten sich zwischen diesen beiden Kategorien einordnen und haben meiner Meinung nach durchaus eine Daseinsberechtigung. Zumindest finde ich es unnötig, wenn man sie verboten lassen würde. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass die E-Scooter teilweise recht schwer sind. Also wer sich das Ganze jetzt vorstellt, dass er da einfach mal eben den E-Scooter in die Hand nimmt und fröhlich durch die Gegend läuft, wenn er nicht mehr mit dem fahren kann, der hat sich vielleicht ein bisschen getäuscht. Es gibt leichte E-Scooter und das Modell von Xiaomi ist mit, glaube ich, 12 Kilo auch dann doch relativ, geht es in die Richtung, wo man es dann auch schon gut tragen kann, aber dieses Modell hier hinten bringt tatsächlich 16 Kilo auf die Waage und ich glaube, das Modell der Prototyp lag auch bei 16, 17, 18 Kilo und das ist nicht wenig Gewicht, dieses Modell jedes Mal, sage ich mal, aus dem Kofferraum vielleicht auch raus und reinzuheben, wenn man das jetzt im Auto mitnehmen möchte, ist nicht ganz so optimal. Aber das sind alles Dinge, die werden sich dann in den nächsten Monaten noch ergeben, denn ich vermute, wir werden sehr, sehr viele neue E-Scooter sehen und vielleicht in ein, zwei Jahren werdet ihr dann auch bei Aldi und Lidl so ein Ding für 300 Euro kaufen können. Es geht relativ teuer los, befürchte ich, in Deutschland. Das liegt auch einfach daran, dass die Regeln relativ streng gehalten worden sind. Ich finde die Regeln grundsätzlich gut, also Verbot auf Gehwegen bin ich eigentlich auch dafür. Allerdings bin ich jetzt auch dafür, wenn man sie zulässt und wir haben viele Fahrradfahrer, wir haben jetzt die E-Scooter und Co., dass man dann auch einfach ein bisschen Geld in die Hand nimmt und einfach mal die Radwege in Deutschland weiter und richtig massiv ausbaut, denn wir wollen eine andere Mobilität, wir wollen nicht mehr nur mit Benzinern durch die Gegend fahren, wir wollen die Elektromobilität und so weiter und hier könnten E-Scooter durchaus mit eine entscheidende Rolle spielen, aber dann muss man natürlich auch schauen, dass die Straßen und der Straßenverkehr dementsprechend angepasst werden und dass man als E-Scooter und Fahrradfahrer auch viel bessere Möglichkeiten und viel mehr Fahrradwege bekommt. Das fehlt, das ist, was ich festgestellt habe, noch Mangelware. Man muss mit dem E-Scooter auch das ein oder andere Mal auf die Straße ausweichen und auf einer 50er Straße ist das nicht unbedingt immer so ein Spaß, mit so einem Gadget rumzufahren. Und aus diesem Grund wäre das noch so ein Punkt, den ich am Ende vielleicht anmerken möchte, falls das Video jemand aus der Politik schaut. Baut die Radwege aus, da mangelt es in Deutschland dann doch noch ein bisschen, da könnte sich deutlich mehr tun und dann werden diese Gadgets, glaube ich, eine willkommene Abwechslung im Straßenverkehr sein. Ich freue mich jedenfalls drauf, werde auch das ein oder andere Gadget auf diesem Kanal noch testen. Mal schauen, was da jetzt in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird. Falls euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.